Grüß Gott miteinander bei Ländle TV. Begegnung am Berg ist heute wieder angesehen. Wir sind im Munterfuh, genau bei der Hochjochbahn. Heute geht es Hochhufe, also mal ein Stückle. Und zu Gast habe ich heute der Harald Wittwer, der Bürgermeister von Thüringen und Landtagsabgeordnete vom Oberland. Servus, Harry. Servus, Franz, grüße dich. Hi. Haben wir nicht ein tolles Wetter? Also wir haben ein traumhaftes Wetter und ich freue mich jetzt schon richtig auf die tolle Tour. Ja, nur kurz zur Erklärung. Wir fahren hoch bis Kapell, dann gehen wir zu Fuß Senigrad hoch, Wormserhütter, Kreuzjoch und dann durchs Seetal wieder zurück Kacheln. Und nein, es wird heute einfach kitschig schön. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen. Auf geht's, Harry. Legen wir los. Harry, beim traumhaften Wetter da oben jetzt auf der Wormserhütte haben wir den ersten Teil immerhin von Kapell da rauf über den Senigrad gut überstanden. Ja, ist eine gehörige Tour gewesen. Was vergessen hast du zum Säger, da hätte es eigentlich einen Lift gegeben, hätte man eigentlich auch nicht können. Aber ich glaube, es ist besser gewesen, dass wir gelaufen sind. Harry, du bist ein Urtüriger. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Urtürger. Also meine Familie kommt, ich glaube, seit 1700 sind die im Dorf. Also sogar meine Oma und mein Opa sind alle von Thürig. Und deshalb da eine riesen Verwandtschaft. Ich glaube, mich kann man wirklich als Urtürger bezeichnen. Ja. Kindheit in Thüringen und Schule? Also ich habe eigentlich zuerst die Musikvolksschule in Thürig besucht, dann die Musikhauptschule und bin dann musikalisch weitergeblieben, bin ins Musikgymnasium gegangen und bevor ich mich dann entschieden habe, einen ganz anderen Weg zum Schlagen. Ja, ich habe dann nach der Matura mich entschieden, Politik, also Wirtschaft zum Studieren eigentlich zuerst und habe dann im zweiten Semester Politik dazu gemacht und habe dann auch eigentlich so richtig meine Leidenschaft für die Politik entwickelt und die ist mir bis heute natürlich auch geblieben. Politik, bist du denn pressemäßig, hast du einen Einstieg gehabt, aber schon auf hoher Ebene? Ja, also ich habe 2005 im Land angefangen und habe da die Pressearbeit vom Landeshauptmann machen dürfen. Bin dann in den ÖVP-Landtagsclub als Pressereferent gewechselt und habe eigentlich so zum ersten Mal so quasi die Politik in der Realität kennenlernen dürfen. Seit wann bist du Bürgermeister von Thüringen? Ja, ich bin eingestiegen im Jahr 2000 damals unter dem Bürgermeister Helmut Gerster, bin damals als Ersatzmitglied gewesen, bin damals auch in Innsbruck noch gewesen. Seit 2005 bin ich Gemeindevertreter und seit 2010 bin ich Bürgermeister von Thüring. Und 2015 hast du einen sensationellen Wahlerfolg errungen. Ja, also ich habe 2010 war es also damals so mit Stichwahl alles relativ schwierig und 2015, das war schon eine tolle Bestätigung, haben wir eben sowohl als Fraktion als Bürgermeister 20% dazu gewonnen. Ist natürlich eine tolle Bestätigung gewesen, dass offensichtlich nicht mehr als falsch gewesen ist. Was ist für dich Freizeit? Freizeit ist grundsätzlich ein rares Gut natürlich, aber Freizeit ist, wenn ich in die Höhe gehen darf, wenn ich Fahrrad fahren darf, vor allem aber, wenn ich arbeite, Mittwoch Abend mit meinen Kollegen, mit meiner Freunden Fußball zum Spielen. Das ist eigentlich für mich so ein bisschen Freizeit. Ja, da hast du zwei Mannschaften, zwei Lieblingsmannschaften. Ja, eigentlich sind es drei, weil natürlich ist meine Lieblingsmannschaft der FC Thüringen. Das ist klar, da versuche ich auf jedem Heimspiel zu sehen. Aber eigentlich angefangen hat es mit dem FC Hefeweizen 04. Das ist meine Studentenmannschaft, die wir damals gegründet haben. Da bin ich auch Gründungsmitglied. Und ich bin auch Gründungsmitglied von der Physio-Kicker Blumenig. Wir haben damals gesehen, fürs Eins lange hat es nicht, fürs Zwei ohne. Wir möchten gerne ein Klispitz Fußball spielen. Und haben dann entschieden, einmal in der Woche Fußball zum Spielen, haben den Verein gegründet. Damals Physio-Kicker. Mhm. Also die Physiotherapie ist unser Sponsor. Und wir haben dann damals den Verein gegründet. Und ich versuche jetzt, wie gesagt, einmal in der Woche ein bisschen Bewegungstherapie zu machen. Aber zu Berg hast du immer ein enges Verhältnis gehabt. Von der Berg, kannst du dich noch erinnern, mit wem? Ja, der erste Berg ist die Löffelspitz und das liegt daran, also mein Papa hat das Kreuz von der Löffelspitz gemacht und da bin ich schon als kleiner Bauer gegangen, das ist eigentlich immer unser Hausberg gewesen, weil Thürger Musik auch immer da war und da bin ich schon sehr früh auf und das wird da immer einfach mein Lieblingsberg bleiben. Was hast du für ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist eigentlich so, dass ich sage, geht nicht, gibt's nicht. Und zwar, ich sage immer, dass die Geschichte, da hat alle gesagt, das geht nicht. Dann ist jemand hergekommen, hat das nicht gewusst und hat es einfach gemacht und so versuche ich es so zu machen. Wenn jemand sagt, geht, dann sage ich, wir probieren es einfach mal und vielleicht geht es ja doch. Du hast viele Termine, es ist streng, du bist Bürgermeister und Landtagsabgeordneter. Wo holst du deine Energie, wo tankst du? Ja, also ich versuche, das speziell in der Natur zu holen. Da haben wir speziell bei uns durch ein paar wunderbare Plätze. Natürlich, ich gehe gerne in Berge, aber ich sage jetzt, wenn ich der Wasserfall durch aufgegangen und dann zum Thürger Weiher komme, das ist für mich so ein Platz, wo ich sehr viel Energie ausschöpfe. Und ich denke, das ist ein richtiger Ruhe- und Kraftort für mich. Thüringen muss ein gesundes Klima sein und ein toller Platz. Erstens gibt es sehr viele alte Leute, weil du machst immer wieder 90er, 80er, 85er Ehrungen. Aber was ist noch so das Besondere in Thüringen? Ja, Thüringen
ganz Besonderes, denke ich, dass Thüringer ein ganz intaktes Vereinsleben haben. Also wir haben wirklich viele Vereine, die alle sehr aktiv sind und wir als Gemeinde versuchen es so gut wie es geht, dort zum Unterstützen. Ich selber bin auch bei einigen Vereinen dabei und ich denke, dass speziell das Vereinsleben sehr speziell für unser Dorf ist. Villa Falkenhorst? Villa Falkenhorst ist natürlich für uns ein ganz spezieller Platz. Die Gemeinde hat ja damals entschieden, dieses Refugium zum Erwerber, das ist eigentlich das Kulturzentrum in der Region und da sind wirklich sehr viele Veranstaltungen von Weihnacht auf Falkenhorst, Militärmusikkonzert und, da könnte man jetzt beliebig aufzählen. Das ist natürlich auch ganz ein spezieller Ort, der eine sehr große Strahlkraft hat und ein großer Anziehungspunkt ist. Musik ist die Leber, aber welches ist deine Lieblingsmusik? Also meine Lieblingsmusik ist eigentlich der Jazz. Ich war früher immer ein großer Fan von Charlie Parker, aber natürlich auch von Miles Davis. Charlie Parker damals, darum, weil ich natürlich auch selber Saxophonist bin. Ich habe ja auch das Konservatorium gemacht. Und Musik wird immer einen ganz wichtigen Platz in meinem Leben haben. Ja, schön ist auch, wenn wir jetzt nachher weitergehen da. Wir gehen noch um ins Kreuzjoch und dann durch See, Tal, Ahe, wunderschöne See. Ich freue mich schon. Also ich freue mich auf jeden Fall auch und bin schon gespannt. Harry Bergheil auf 2,398, also bei der Hochsinn. Herr Bergheil, wir haben es gut geschafft und wunderbare Tour. Danke, dass wir raufgegangen sind. Das ist einfach nur wunderschön. Was hast du für einen Bezug zum Montafon? Also der Berg haben wir nicht ganz aus Zufall ausgesucht, sondern ich habe bisher immer Berg ausgesucht, wo man auf Thüringen auch gesagt. Aber im Montafon ist es so, meine Mama kommt aus dem Montafon und ich jetzt ganz bewusst einmal am Berg nehmen wollen, weil er aus der Heimat von meiner Mama und darum ganz bewusst der Berg und viel schöner kann man sich gerne erwischen eigentlich. Und damit du nachher noch Kraft hast, habe ich dir aus dem Unica Zaubersack natürlich regionale Produkte. Oh, das ist gut. Ja, schau, machst du einmal offen, schau. Ja, schau, da haben wir Brötchen einmal, gell? Ein regionale gut. Vom Hof, die legen wir da rum. Perfekt. Dann habe ich da für dich natürlich 3 Käsekäse von Arlbergmilch. Ja, wunderbar. Dann habe ich Landjäger, Proger aus dem Wald. Was haben wir noch? Ja, natürlich, das Kleine geht immer, oder? Kennst du das? Das kenne ich, aber weißt du, was ich vorschlage, weil ich mag es wirklich ganz gerne. Ich habe es selber mitgebracht, ich bringe einen Radler. Oh, mit du sagen, geschafft dann dich. Machen wir das gleich direkt auf, ja. Oder Franz? Zum Wohl, Harry. Harry, du bist auch Landeshauptmann vom ÖAB. Der ÖAB ist schon Bund von der ÖVP. Genau, der ÖAB ist ein Bund von der ÖVP. Ich bin geschäftsführender Landeshauptmann seit 2017. Bin ja damals dem Edgar Meyer gefolgt und seit 2018 noch gewählter Hauptmann vom ÖAB. Wie viele Mitglieder haben die jetzt vor allem? Wir haben ca. 1800 Mitglieder, also wir sind natürlich einer der größeren Bünde. Wobei, ich sage die Bünde-Geschichte nicht ganz so eng, sondern es hat den Vorteil, dass man sehr zielgruppenspezifisch auch in der ÖVP zuteilen kann. Also bei uns ist vor allem wichtig, dass wir unter der Bühne ein sehr gutes Miteinander haben, dass wir auch viele Veranstaltungen gemeinsam machen. Ich denke, dass darum die Bühne eine sehr gute Berechtigung immer noch haben und bin auch wirklich froh, dass wir diese Bühne und diese Buntheit, diese Vielfalt innerhalb der ÖVP haben. Ja, bei uns im Ländli ist natürlich eine Erfolgsachse AK und ÖAB. Die AK-Fraktion ist natürlich ganz ein wichtiger Teil von uns, vom AAB, aber natürlich auch nicht die einzige. Wir haben natürlich auch sehr engagierte Lehrer, wir sind im Bereich der Landesbediensteten gut organisiert. Also der AAB ist sehr bunt und wie gesagt, wir sind froh, dass wir diese unterschiedlichen Bereiche alle haben. Du bist ja im Landtag. Seit wann bist du im Landtag im Vorarlberg? Ich bin seit letztes Jahr, seit 2018 im Landtag. Haben damals am Christian Gantner Nachfolger dürfen, der bekanntlicherweise in die Landesregierung gekommen ist. Und haben da auch einige Bereiche, die mir sehr wichtig sind. Zum einen natürlich das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt. Das gibt natürlich als AAB, ob man Sinn, aber auch Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft. Eines meiner Herzensangelegenheiten, das Thema Energie und Klima. Und aber natürlich auch die Gemeinden. Also wenn irgendjemand auf die Idee kommt, einmal was Negatives über die Gemeinde zu sagen, dann stand ich natürlich da und dann positioniere ich mich auch entsprechend. Das heißt aber auch umgekehrt, deine Funktion als Bürgermeister ist eigentlich eine gute Lehre für den Landtag. Ich glaube, dass es eine sehr gute ist, weil wir als Bürgermeister natürlich am nächsten bei den Leuten dran sind und da vor allem wissen, wo es die Leute wirklich drückt. Und ich sage, ab und zu wäre es vielleicht gut, wenn ein paar Leute beim Landtag in diese Gemeindelehre gehen täten, um zu wissen, wie es wirklich vor Ort ist. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich das kombinieren kann und natürlich kann ich auch die Interessen der Gemeinden und der Region im Landtag gut vertreten. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt! Jemand, der einem hilft, bis man wirklich am Ziel ist.
Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Unverfälschter und reiner Geschmack. Qualität durch ausgesuchte Rohstoffe. Wir leben Tradition. Die Brauerei Frastanz. Denk vor Ort. Denk wir in Vorarlberg. Denk Unica. Am 13. Oktober sind Landtagswahlen. Kann man jetzt, ich meine, ich wohne nicht im Bezirk Bluditz, aber kann man dir auch Vorzugsstimmen geben? Es ist ja so, dass man pro Person 5 Vorzugsstimmen geben kann und natürlich kann man mir 2 Vorzugsstimmen geben. Ist etwas bei dir, ein Material oder so? Ja, also rein zufällig haben wir da natürlich so ein paar Giveaways, die man natürlich immer hat. Und man kann natürlich, wie gesagt, mir Vorzugsstimmen geben, natürlich aber auch tolle andere Kandidaten. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man unsere Fraktion stärkt. Und wenn dann 2 Vorzugsstimmen für mich abfallen, dann bin ich natürlich auch nicht böse. Mhm. Also weil es um Vorarlberg geht. Genau, zuerst geht es einmal um Vorarlberg, dann geht es natürlich auch um unsere Region. Und wir haben wirklich tolle Kandidaten mit dem Christian Gantner, mit der Monika Fournier, mit der Andrea Schwarzmann, mit dem Christoph Thoma. Wir sind als Region super aufgestellt und ich denke, dass wir da im Landtag eine gute Rolle für die Region spielen können. Wie gefällt es dir eigentlich im Landtag? Es ist toll. Ich sage immer, meine Herzensanliegen oder meine Herzensberufung ist schon der Bürgermeisterjob, weil man da so viel umsetzen kann, reichen kann, direkt bei der Leute ist. Aber der Landtag ist eine tolle Ergänzung dazu und ich glaube, dass ich für die Gemeinde, für die Region, auch für den AB wirklich viel erreichen kann. Und deshalb bin ich sehr gerne im Landtag und versuche dort die Interessen zu vertreten. Viele Leute meinen, es ist eine Schlammschlacht. Weißt du, weil teilweise mit unfairen Mitteln Wahlwerbung gemacht wird. Was sagst du dazu? Also ich würde einfach empfehlen, sich grundsätzlich nicht daran zu beteiligen, weil ich sage immer, zum Streit, da braucht es 2 und ich kenne das auch von der Gemeinde. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Ruhe nicht kriegt, die Leute möchten nur die Streiterei nicht. Und ich finde, dass man mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit auch mit einem gewissen Humor an die Sache rangehen sollte und möglichst defensiv zum Sie sollte, weil es gibt nur einen Tag nach der Wahl und da sollten alle, egal ob auf Bundes- oder auf Landesebene, wieder miteinander zusammenarbeiten. Und deshalb mein Appell, wirklich auch ein bisschen zurückhaltend zum Sie und möglichst fair und gut miteinander umzugehen. Ich hätte jetzt einfach ein paar Fragen zu dir. Ich bin jetzt aber gespannt. Klagenfurt. Klagenfurt, da täte einfach sogar Weltmeister bezwingen. Also wenn man mal in Klagenfurt war und das Match Österreich gegen Deutschland angeschaut hat und Deutschland geschlagen hat, das ist halt was Besonderes. Das würde ich nie vergessen. Das ist ein tolles Erlebnis gewesen. Mindestlohn. Mindestlohn ist wichtig, dass man hat. Ich glaube, das ist schon gut, dass er so definiert ist, wenn er jetzt ist. Allerdings glaube ich auch wichtig, dass man das nicht überstrapaziert. Ich denke vor allem auch wichtig, Leistung muss sich lohnen und daran müssen wir auch schaffen. Sebastian Kurz. Ist natürlich ein großes politisches Talent, unser Spitzenkandidat für die Nationalratswahl. Und ich hoffe natürlich auch, dass er wieder Bundeskanzler wird. Klimawandel. Klimawandel, ein wichtiges Thema, das die Menschen bewegt, von den Jugend bis zu den Senioren, ist ja durch meine Funktion als Energiesprecher ein wichtiges Thema für mich, wobei ich auch sage, wir müssen nicht in Hysterie ausbrechen. Vorarlberg tut sehr viel, Vorarlberg ist gut aufgestellt, aber es ist auch gut, dass die jungen Leute das Ganze thematisieren und aufs Tapet gebracht haben. Feuerwehren sind? Feuerwehren sind natürlich unglaublich wichtig, nicht nur für mich als Bürgermeister ist das ganz eine wichtige Einsatztruppe, die immer da sind, wenn wir sie brauchen, sondern nur für uns als Land ist das ganz eine wichtige Mannschaft und ich bin froh und stolz, dass wir in unserem Land eine top motivierte und gut ausgerüstete Feuerwehr haben. Vorarlberg ist? Vorarlberg ist ein Paradies, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Ja, Harry, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir, dass du mir deine Fastheimat, von der Mama zumindest, aufs Kreuzerhofer brauchst. Es ist eine tolle Wanderung auch für Familien, gell? Nein, es ist eine tolle Wanderung, die man wirklich jedem nur empfehlen kann. Und das Panorama ist eindrucksvoll, das ist einmalig und ich kann jedem nur empfehlen, geh da rauf, das ist einfach ein Traum. Liebe Zuseher, das war jetzt eine Begegnung am Berg vom Kreuzjoch im Unterfuhinner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg vom Naandererberg. Bis dahin, habt's fein, genießen's Leben.